Wenn die Dame, die jetzt zu uns kommt, auch nur eine Braue hebt, läuft es mir wohlig den Rücken runter. Ich beobachte ihre Schauspielerkarriere seit mittlerweile 30 Jahren. Ja, 30 Jahre. Ein paar Jahren, ja. Und sie wird immer besser, muss man sagen. Sie ist jetzt aufgenommen worden ins Team der Vorstadtweiber und das wird die Quoten in Champions League-Finale Höhen treiben. Hier ist die begnadete, großartige, atemberaubende Julia Stemberger. Rastatt! Liebe Julia, ja, die ersten Spitzenschreie aus dem Publikum, das bist du gewohnt wahrscheinlich, oder? Darf ich dir was zu trinken anbieten? Sehr gerne. Was denn? Wein. Wein, natürlich. Wie alle Schauspielerinnen doch auch von der Trunksucht angegriffen. Ständig. Ja. Ich habe das vorher schon, entschuldige, Stermann, aber ich habe das vorher schon, wir müssen das auflösen, weil viele sich denken, was blabbert der Chris immer da über das Kotzen von Julia Stemberger in Autos. Die Geschichte stimmt, du hast einmal in einen Taxi, in einen Wagen gekotzt. Ja, dem Joshi, mit dem mir das passiert ist, bin ich, glaube ich, das ganze Leben verbunden. Weil, da muss man erklären, der Joshi Deininger, einer der berühmtesten. Er ist der, der alle Schauspieler fährt. Ja, nicht alle, die Besten. Nur die Besten, natürlich. Ja. Und mit mir hat er das Glück, dass er mich gefahren hat, als ich eine Lebensmittelvergiftung hatte. Und ach so, es war Lebensmittelvergiftung. Was hast du denn gegessen? Schrimps. Ich probiere das immer wieder. Schrimps zu essen, ohne zu speiben? Nein, das ist oft gepaart. Aber ich gebe das nicht auf. Du hast quasi dann die Schrimps dem Joshi ins Auto ihm hinterlassen? Ich versuche das immer wieder aufzuklären mit ihm. Die Details sind nicht sehr schön. Doch, aber wie in der Sendung passt's. Nein, aber mir ist es mal passiert, ich weiß nicht, ob euch das auch so, wenn wir kurz über Erfahrungen des Kotzens reden können. Mir ist mal passiert, dass ich musste kotzen nach Spaghetti-Genuss und mir ist die Nudel aus der Nase gekommen. Ja, weil es gibt ja hier eine Verbindung natürlich zwischen Rachenraum und Ja, aber das ist bei Nudel angenehmer als bei Schrimps. Weil Schrimps ist ja schon ein bisschen dicker. Das heißt, du brauchst dann ziemlich große Nasenlöcher. Das ist die Kür, was du gemacht hast. Ich habe die Kür gemacht. So, jetzt aber, liebe Julia, jetzt wollen wir ein bisschen feiner werden, auch in der Art der Diskussion. Vorstadtweiber mit Julia Stemberger. Als ich das gelesen habe, habe ich gejubelt. Wirklich. Ich habe mir eigentlich gedacht, Stemberger und Vorstadtweiber, passt das zusammen? Das ist, weil die Stemberger doch fast zu fein ist und zu groß für dieses doch sehr prollige Projekt. Es war tatsächlich so, dass ich sehr froh war, dass die ersten Folgen der Harald Sicheritz gemacht und es herrscht ein gewisser Ton und ein Gestus, den man begreifen muss. Und da hat mir das sehr geholfen, dass der Harald, der einfach sehr vertraut war, mich auf diese Schiene gesetzt. Du bist ja schon in der ersten Staffel vorgekommen, ohne mitzumachen. Genau. Du wurdest immer mal wieder erwähnt. Es wurde über diese Figur Silvia geredet. Hast du da schon gewusst, dass du das mal spielen wirst? Nein. Eben. Hast du eigentlich ein Casting machen müssen? Nein, eine Stemberger muss Julia Stemberger muss ein Casting machen. Ja, ja. Kotzen Sie mal in dieses Taxi. Wer ist ein Schrimps und dann machen wir das Casting. Ehrlich? Das heißt, also, ja. Nach langer Zeit habe ich wieder mal ein Casting gemacht. Das ist nicht angenehm, aber es war deshalb angenehm, weil ich es mit meinem sehr vertrauten und geliebten Kollegen Bernhard Schier machen konnte, den ich seit langem kenne. Ja. Und ja. Wir haben einen kurzen Ausschnitt, wenn du erlaubst. Liebe, hast du es eigentlich schon gesehen? Die Folge ist, glaube ich, noch nicht gelaufen. Wird ja erst nächste Woche, fängt es an. Die erste Folge schon gesehen. Und bist du von dir selbst überzeugt? Total. Ich bin ein totaler Fan von mir. Sehr gut, sehr gut. Wir überzeugen uns jetzt von Julia Stemberger in Vorstadtweiber. Ja, das ist schon sehr gekonnt. Julia Stemberger, wobei man sagen muss, Uli Bree schreibt die Drehbücher. Ja. Immer noch, und das sind schon gute Bücher, oder? Das ist eine gute Basis, auf der, die uns auch trägt. Ich meine, es ist ja die Erfolgsserie schlechthin. Ich glaube, es ist die erfolgreichste Serie seit Braunschlag. Ist unglaublich, ja. 900.000 im Schnitt irgendwie. Im Schnitt. Und merkt man das dann irgendwie beim Drehen auch, dass das so was super Erfolgreiches ist, wo man da mitmacht? Oder könnte das auch nur 10.000 Zuschauer haben? Oder merkt man, dass das ganze Team irgendwie, dass da auch mehr Druck herrscht, weil es so wichtig ist? Das lustigerweise habe ich gar nicht empfunden. Ich bin in ein Team reingekommen, wo einfach sehr gute Stimmung geherrscht hat. Und ein Teil davon wird sein, dass sich alle freuen, dass es so gut rennt und dass sie weitermachen können. Ja. Die anderen sind ja alle
laut und etwas prollig. Du hast das ja eben schon gesagt, oder? Hat man so das Gefühl? Ja, so Nina Proll und diese ganzen... Ja, die Nina, das toll Nina ist eine fantastische spielen. Schauspielerin. Die spielen, spielen ja, die sind hysterischen Wahnsinnigen. Ja. Ja. Aber deine Figur ist da jetzt, fällt fast ein bisschen aus dem Rahmen, weil du feiner agierst. Ist das, hast du das so angelegt oder haben die auch gefunden, dass da vielleicht auch mal eine nicht so prollig sein soll? Ihr habt ja jetzt nur die erste Folge gesehen. Ah, das heißt, du wirst noch völlig prollig. Ja, aber darfst du was verraten? Wir dürfen nichts verraten, aber es, auch meine Figur hat wie alle anderen Figuren Abgründe und spielt nicht mit offenen Karten und ist um keinen Deut besser als die anderen. Hast du die erste Staffel gesehen, als du noch nicht mitgespielt hast, Zuschauerin? Ich habe nichts gesehen. Ich habe es gesehen, als ich wusste, als ich die Drehbücher bekommen habe, dann habe ich mir alle 10 hintereinander angeschaut mit großem Vergnügen. Ja. Mit deiner Erlaubnis würde ich gerne aus Herzklopfen einen Ausschnitt spielen. Ist das okay? Ja, klar. Ist das okay für dich? Du musst erklären, was so Herzklopfen war. Komm, jetzt das war Ausschnitt? Nein. Nein, okay. Ich glaube, nein, das habe ich sofort vermieden. Teile der Redaktion wollten dich. Aber wir beide nicht, weil wir haben gesagt, es kommt doch deine Tochter heute mit. Wir wissen nicht, ob sie den Film überhaupt schon mal gesehen hat. Bezaubernde Tochter. Gesehen? Nein, aber das, weil du warst ja damals unwesentlich älter, deine Tochter ist heute 15 und du warst damals, glaube ich. Die Nacktheit war auch völlig egal bei Herzklopfen. Das war vollkommen wurscht. Und auch jede Nacktheit von Julia Stemberger hat überhaupt nie irgendwas Pornografisches gehabt, sondern es war verspielte Erotik. Um was ging es? Es ging um eine Liebe von einem bürgerlichen Mädchen Eine heimliche Schwangerschaft, die sie mit einem jungen Mann hat, der boxt. Genau. Genau, und das war der Film, der dich sozusagen nach oben geschwemmt hat in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Ja. Hier ein Ausschnitt aus Herzklopfen aus dem Jahre 85, glaube ich. Mhm. Das hat schon einen Klopf gehabt. Das war ein sehr elementarer Film der 80er Jahre. Ja. Es ist so, als würde ich jemanden Fremden zuschauen. Das ist ganz komisch. Wirklich? Mhm. Auch nie mehr angeschaut? Na? Du hast mit unglaublichen Superstars zusammengespielt. Max von Sydow, Kenneth Branagh, Christian Bale, Charlotte Rampling, Barbara Hershey. Waren das alles so internationale Produktionen oder war das ein Film, wo die alle mitgespielt haben? Nein, es waren ein paar Produktionen. Es gab eine Zeit, da hatte ich so einen Fuß in England und einen englischen Agenten. Ich hätte aber dann mich entscheiden müssen, dass ich überhaupt nach England gehe. Und das hat irgendwie nicht für mich gestimmt. Weil du zu sehr an Wien hängst? Ich habe hier so viel Arbeit gehabt. Und es wäre für mich ganz komisch gewesen, mich in England oder Amerika hinten anzustellen und die viele tolle Arbeit, die ich hier machen kann, nicht zu machen. Das ja, das sagen ja viele. Bei Christoph Waltz hat es dann Mitte der... Ja. Da war er auch schon sehr alt, da hat es dann tatsächlich funktioniert. Ne? Man muss vielleicht dranbleiben, um es zu schaffen. Wenn man es will. Man muss sich entscheiden, dass das der Weg ist, den man gehen möchte. Ja. Aber für mich hätte auch ein Leben in Amerika nicht gestimmt. Ich bin Europäerin. Da höre ich eine gewisse Amerika-Feindlichkeit raus. In manchen Dingen ja. Ja. Gut, das lassen wir so stehen und fragen nicht weiter nach, weil wir sind nicht die Sendung, wo nachgebohrt wird. Nein! Noch einmal zurück zu den Shrimps. Nein, du hast am Burgtheater gespielt. Na, überall. Unter Peymann. Also als er Direktor dort war, Das heißt, hat Peymann dich geholt, weil Peymann gilt ja nicht gerade als österreichfreundlicher Regisseur. Es war so, ich habe mit dem eine Produktion Theater im Kopf im Zelt vor der Votivkirche gemacht. Michael Schottenberg hat Regie geführt. Und auf einmal wurden die Kollegen total nervös, weil es hieß, Peter Zadek kommt. Mir hat es damals nichts gesagt. Ich wusste so wenig vom Theater. Und am nächsten Tag gab es einen Anruf, ob ich zum Vorsprechen kommen möchte. Da wurde ich dann richtig nervös. Und wie hast du Peymann erlebt, der ja auch nicht der angenehmste sein soll? Der war zu mir immer sehr lebenswert. Ja, zu schönen Frauen ist er immer sehr angenehm. Zu schönen Frauen, ja. Ich war ein junges Mädchen damals. Ja, na, dann noch mehr. Jetzt kommen gleich Seiler und Speer zu uns. Kanntest du Seiler und Speer vorher? Ich habe gestern hingewiesen darauf, dass ich ihnen begegnen werde, den Song zum ersten Mal gesehen. Ich bin ganz ehrlich, meine Tochter war entsetzt, warum ich das nicht kenne. Ich habe deine Tochter interviewt, in der Schule wird das auf- und abgespielt, aber die Lehrer sind dagegen. Ja? Verstehe ich nicht. Verstehe ich eigentlich auch nicht. Welche Musik bevorzugst du? Du kommst ja eher aus der klassischen... Ö1-Hörerin. Ja, das ist ja langweilig. Das wird noch lange dauern, bis die beiden auf Ö1 gespielt werden, oder? Ja, Seiler und Speer? Ja, bin mir gar nicht so sicher. Glaubst du? Ja, Seiler und Speer in die Proll-Richtung zu stellen, ist ein großer Fehler. Ja? Ja. Ich sehe sie eher in der Tradition von Qualtinger.